So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Ranger. Im letzten Part haben wir ein Celebi besänftigt, oder gerettet besser gesagt. Und nun geht es heute um Mew. Finde Mew, das Illusions-Pokémon. Das Illusion-Pokémon Mew wurde im Olivendschimmel gesichtet. Finde und fange Mew, damit Professor Hastings seine Forschung fortsetzen kann und natürlich auch für die Ehre der Ranger. Wir wollen das Ganze starten. Flo, vielen Dank für dein Erscheinen. Ich habe eine Mission für dich. Halte dich fest, das Illusions-Pokémon Mew wurde im Dschungel gesichtet. Und das Beste ist, dass einer unserer Ranger Mew entdeckt hat. Andreas, hörst du bitte endlich damit auf? Ich habe dir wieder und wieder gesagt, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Jemand wie ich ist überhaupt nicht in der Lage, so ein seltenes Pokémon wie Mew zu finden. Hey Quaxo, was wir gesehen haben, war gar nicht Mew, richtig? Es war nur ein Indigo oder so etwas ähnliches. Axo, Axo. Percy, wieso hast du nicht ein bisschen mehr Vertrauen in dich selbst? Gestern warst du noch so begeistert und hast immer wieder gesagt, dass du Mew gesehen hast. Das ist wahr, aber als ich es den Leuten in der Stadt erzählt habe, waren einige dabei, die mir nicht geglaubt haben. Ich glaube, sie tuscheln hinter meinem Rücken über mich. Nämlich einen Lügner und solche Sachen. Deshalb nehme ich zurück, was ich über Mew gesagt habe. Ich habe kein Mew gesehen. Ich habe nie auch nur etwas Ähnliches gesehen. Was können wir tun? Nun gut, Flo, ich möchte, dass du dich in den Dschungel begibst und Mew suchst, findest und fängst. Diese Mission wurde von Professor Hastings in Auftrag gegeben. Er braucht die Daten von Mew für seine Fangkampfforschung. Um es noch einmal zusammenzufassen, finde und fange Mew. Und dann wäre da noch etwas. Wenn du Mew findest, können wir gleichzeitig beweisen, dass der gute Percy kein Lügner ist. Flo wurde eine Mission zugeteilt. Na da. Die Mission wird ein Misserfolg. Ich habe gar kein Mew gesehen. Wenn du das so sagst, werden wir das mal überprüfen. Ich glaub dir nicht. Ich glaub dir nicht, mein Freund. Ich weiß ganz genau, dass du es gesehen hast. Es gibt hier kein Mew. Ich bin mitgekommen, um mich zu vergewissern, aber es kann ja gar nicht sein, dass man hier Mew findet. Flo, du solltest dich um eine andere Mission bemühen. Das wäre das Sinnvollste. Oh, ist er vielleicht Mew? Mew kann noch sowas. Nee, doch nicht. Okay, schade. Hätte sein können. Oder er ist eine Illusion. Das war ein Mew. Das kann nicht sein. Ich habe es mir nur eingebildet. Flo, du hast es auch nicht gesehen. Du hast nie ein Mew gesehen. Verstehst du? Erzähle niemandem, dass du ein Mew gesehen hast. Sie werden auch dich einen Lügner nennen. Ich bin müde. Ich gehe jetzt nach Hause. Komm, Quaxo. Ich habe Mew gesehen und wie ich Mew gesehen habe. Da gehen wir aber mal ganz schnell hinterher. Mal schauen, wo es sich rumtreibt. Die ganzen Baumbilder ignorieren wir mal. Ich erinnere mich an schlimme Sachen mit Käfern, ne? Falls ihr euch entsinnen könnt. Wo ist Mew? Da ist ein Frisseblitz. Das interessiert uns aber herzlich wenig. Was bist du denn? Mew! Bist du ein Mew? Müssen wir dich angreifen? Nur mal so gesponnen. Können wir dich irgendwie angreifen? Jetzt nur mal so gesehen? Nur mal ausprobiert? Nö, hätte sein können. Hätte Fahrerkette. Aber nein, dem ist nicht so. Hilfe. Mundtier greift an. Wo könnte es sein? Wo ist Mew? Du hast es also auch gesehen. Und du so? Existiert Mew denn tatsächlich? Ich schätze schon. Aber wo ist die große Frage? Die große Preisfrage, die wir uns stellen möchten. Aber ich habe so eine Vermutung, wo es sein könnte. Mal sehen, ob ich da recht behalten soll. Wir gehen einfach tief rein in den Olivendschungel. Und hoffen, dass es irgendwo oben auf uns wartet. Weil das könnte ich mir ganz gut vorstellen. So ein Pokémon ist, was relativ weit oben auf uns wartet. Oder auch nicht, mal sehen. Hilfe ein. Lethacking. Ein bewegtes Lethacking. In dieser Mission geht es darum, Mew im Olivendschungel zu suchen. Keine Zeit, um die Gegend zu erkunden. Tja, das hätte man mir auch mal eher sagen können. Ein Ninja-Turm. Spannend. Fangen wir einfach mal. Ninja-Turm ist ein spannendes Pokémon, ne?
Fall mit seiner Fähigkeit Wunderwache halt. Gefangen. Immerhin. Nee, der Turm ist schwer zu fangen. Da ist immer wieder aus dem Blick verschwendet. Ja, in der Tat. Aber ein Mew scheint hier oben nicht zu sein. Zumindest sehe ich keins. Okay. Dann sind wir erstmal prinzipiell falsch gelaufen. Ich finde das immer noch sehr weird, dass Letaking hier aufrecht läuft. Ich meine, ja, Letaking kann das, aber ich finde das trotzdem weird. Mehr als weird. So, wo ist denn, wo könnte denn sein? Hey, greift er mich hier schief von der Seite an? Ich glaube, es hackt. Wo können wir denn noch so hin? Hinterm Wasserfall versteckt er sich bestimmt nicht, aber hätte ja sein können. Hätte Fahrerkette, sage ich dazu nur. Habt ihr denn alle ein Mew gesehen? Nee, wa? Vor dem flüchten wir gleich. Ich habe nämlich keine Lust auf die beiden, tatsächlich. Oh, Weberack. Geh mir doch nicht auf den Keks, Weberack. Ich möchte einfach nur abhauen. Hier macht es einen Radauz, aber warum? Warum macht das hier einen Radauz? Ist es hier irgendwo? Ja, ist es doch. Da oben habe ich es gesehen gerade. Du machst mir nichts vor. Alle greifen um Gottes Willen. Für ein Flüchten. Doch nur flüchten aus dieser misslichen Lage. Dankeschön. Das war ein bisschen nerviger, als ich erwartet hätte. Na, da war Mew und Mew ist dabei. Bisschen nervig mit dem Arealos jetzt. So nebenbei gesagt. Dann fangen wir das Arealos halt zuerst. Wir versuchen zumindest. Fängt man denn ein Mew? Wie fangen wir Mew? Das ist ein bisschen schwierig. Aber scheinbar wird es hier irgendwo sein. Am besten nicht mit anderen Pokémon zusammen. Das wäre Herz allerliebst. Das hat mal wieder nicht geklappt. Stattdessen haben wir hier zwei Areales mit dem Pedo. Toll. Das gefällt natürlich. Mir gar nicht, prinzipiell. Ja, toll. Jetzt ist das Mew auch fort. Nützt uns also auch ein Scheiß. Meine Fräse. Ist ja okay. Will doch nur flüchten. Ist das denn zu viel verlangt? Scheinbar schon. So, wo ist das Mew hin? Hier scheinbar nicht. Boah. Ach ja, das nervt aber auch, wenn das so auf einen zurennt. Es ist doch ein bisschen nervig. Ein kleines bisschen nervig bist du schon, Ariados. Weißt du das eigentlich? Ich hoffe doch, dass es das weiß. Gibt es irgendeinen Tipp, um Mew zu fangen? Ich habe nämlich keine Ahnung. Hilfe. Mund hier sehr aggressiv gerade auf diesem Pfade. Ja, die Weberax-Nerven hoch. Hier scheint das Mew wieder zu sein irgendwo. So einen richtigen Plan, um da zu fangen, gibt es nicht, oder? Ist hier oben? Nee. Wo ist es denn? Hab dich doch schon gehört. Du musst hier irgendwo rumlungern. Wer das ist, Mew?
Aber wo lungerst du rum? Da lungert es rum. Ich hätte es gern alleine. Wenn möglich. Wir haben es auch einmal allein jetzt. So richtig eine Lösung weiß ich trotzdem nicht. Wir probieren mal. Okay, jetzt haben wir es. Gut, mit einer Geistfähigkeit geht's gut. Habe ich verstanden, ist okay. Mew ist ein seltenes Illusion-Pokémon. Es macht Überschläge und wird unsichtbar. Na, es war gar nicht so einfach, aber mit einem Geist-Pokémon geht das. Mew! Das ist ein Mew! Flo, das ist wahrlich ein Durchbruch. Percy und ich wollten nicht länger warten. Wir haben uns dann auf den Weg gemacht, um dich hier zu empfangen. Dir die Mission anzubieten, war die richtige Entscheidung. Apropos, könnte ich mir dein Fangkommen einmal ansehen, Flo? Fantastisch. Die Fangdaten von Mew wurden vollständig aufgezeichnet. Vielen Dank, Flo. Hier ist dein Fangkommen. Sollte ich dich geängstigt haben, tut mir das furchtbar leid, Mew. Ich werde mein Bestes tun, dass sich deine Fangdaten positiv auf die zukünftige Arbeit der Ranger auswirken werden. Flo, lass Mew bitte frei. Ich werde diese freudige Nachricht in der ganzen Stadt verbreiten. Rein schon zur Wiederherstellung von Percys Ehre. Auf Wiedersehen, Mew. Professor Hastings, Flo, vielen Dank. Mein Teil der Abmachung einzuhalten ist keine Schwierigkeit. Übrigens, ist dir etwas aufgefallen, als du Mew freigelassen hast? Als es sich auf den Heimweg begab, schien es Percy zugezwinkert zu haben. Oder war das eine Illusion? Nun Flo, das war wieder einmal eine Demonstration deiner Fähigkeiten. Gute Arbeit. Lass uns jetzt zur Ranger-Basis zurückkehren. Hallo Leute, heute benötige ich keinen Bericht. Aus Percys breitem Grinsen kann ich sofort erkennen, dass der Fang von Mew problemlos vonstatten ging. Professor Hastings kann seine Freude auch kaum zurückhalten, wie es scheint. Gut gemacht, Flo. Mission erfolgreich abgeschlossen. So, eine Spezialmission gibt es da noch. Du hast mehr Intuition, als man aus deiner Erscheinung ahnen könnte, Andreas. Und Flo, da hatte wohl einer Glück. Du musst keinen Missionsbericht schreiben. Vielen Dank, Flo. Ehrlich. Ich werde versuchen, mehr Vertrauen in mich selbst zu haben und mehr an mich selbst zu glauben. So wie du es tust, Flo. Andreas, es tut mir leid, dass so eine weinerliche Heulsuse gewesen zu sein. Es tat gut zu hören, dass du mir Lob ausgesprochen hast. War es nicht das, was du gesagt hast? Beweise, dass Percy kein Lügner ist. Warte mal eine Sekunde. Isst du mich einfach gerade nach? Scheint, als ob Percy wieder der Alte ist. Haha, exzellent. Und die haben wir geschafft. Eine gibt's noch. Die müssen wir aber besonders freischalten. Ich hoffe, dass es klappt. Wenn nicht, ist das der letzte Part. Dann ist es halt so. Wir fangen die Regis nicht. Man könnte noch die Regis fangen. Das mache ich aber nicht. Das ist mir zu aufwendig und blöd. Aber die eine Mission, falls sie funktioniert, machen wir sie noch. Wenn nicht, ist das der letzte Part, nur dass ihr es wisst. Und ich nicht auf einmal weg bin. Ansonsten abonniert auf jeden Fall den Kanal. Aktiviert die Glocke, um nicht zu verpassen, ob noch ein Part kommt. Und ansonsten kommentiert und liked das Video. Bis dahin sage ich Tschüssikowski, euer Flass TV. Bye bye.